Servus zum 18.9 FM Aftermatch Talk. Ihr nach dem Spiel bei Borussia Dortmund im Stadion der Roten Erde. Ich bin der Philipp, bei mir ist der Gulli. Wir haben gerade den Turmfunk gemacht. Servus Gulli. Servus Philipp und servus nochmal an unsere lieben Jan-Fans. Ja, Gulli, wir haben gerade das 0:1 für die Gastgeber gesehen. Das war der Einstand. Passiert ist durch einen Elfmeter in der zweiten Halbzeit. Genauer gesagt, in der 67. Minute war es Pohlmann, der gegen Weidinger verwandelt hat nach Handelfmeter, der gegen Bräunig gepfiffen wurde. Fangen wir vielleicht mal am Anfang an. Erste Halbzeit war wirklich sehr ereignislos. Es gab eine gute Chance, habe ich rausgeschrieben, die Ansbach hier aufs Tor gebracht hat, der auch wirklich leicht zu halten war für Lotka, aber wenigstens ein bisschen Druck auf den Ball war. Von Dortmund eigentlich gar nichts in der ersten Hälfte, außer vielleicht mal ein paar Umschaltsituationen und taktischen Fouls an Conny Faber. Ja, wie du richtig sagst, Conny Faber war immer so ein bisschen das Ziel. Die haben den natürlich auch ausgemacht, dass er immer der Entscheidende für jedes Jahr ein Spiel sein kann. Und ja, so gut wie jede gelbe Karte, die hier Dortmund heute gesehen hat, war irgendwie ein Foul an Conny Faber. Also waren wirklich 5 taktische Fouls an Conny Faber, die mit Gelb geahndet wurden. Ich habe nochmal nachgezählt. Das ist schon beachtlich. Aber mir war es vor allem in der ersten Halbzeit auch ein bisschen zu eindimensional. Es war immer über rechts, kaum über links, weil Kota ja schon auch wirklich eine Waffe sein kann. Und vor allem gerade Richtung 16er, Conny Faber oft auch gegen 3 Mann. Hat dann auch teilweise den Weg Richtung Grundlinie gesucht, wo er vielleicht schon aus dem Halbfeld flanken können. Das sah in der zweiten Halbzeit nach Wiederbeginn besser aus im Ansatz. Fand ich, haben wir zielstrebiger gespielt, so die ersten 10 Minuten. Ja. Und dann kam eben der erwähnte Elfmeter und danach war wirklich richtig die Luft raus. Danach irgendwann, ja, musste der Jan. Dortmund konnte sich aufs Verteidigen zurückfallen lassen. Es gab die dicke Chance noch aufs 2:0 tatsächlich, wo Weidinger stark pariert hat gegen Pohlmann wieder, kurz gleich nach dem Tor. Da waren wir noch wirklich so ein bisschen geschockt. Und dann, wie gesagt, lange nichts. Und erster Schuss war in den letzten 10 Minuten. Mustafa mit einem wunderschönen Freistoß. Gleich im ersten Spiel, wo er mal mehr als einen kurzen Satz hatte. Hat, glaube ich, 20 Minuten bekommen, 25 Minuten von Joe Enox heute. Mit einem schönen Freistoß, den Lotka gerade noch entschärfen kann. Aber das war auch die einzige richtig gute Jahn-Chance im Spiel. Danach nochmal Dortmund, weil der Jahn hinten gepennt hat, wo Eberwein noch irgendwie den Ball in die Mitte bringt. Und dann Weidinger erneut wirklich gut hält und den Jahn im Spiel hält. Am Ende reicht's aber nicht. Alle langen Bälle nach vorne haben nicht gereicht. Und es bleibt beim 1:0 nach einem sehr schwachen Spiel. Hast du noch irgendwas? Ja, also wie du so sagst, vom Spiel her, also wir haben halt im Jahr 23 doch die ein oder anderen Partien, wo der Jan da wirklich dominiert hat und geglänzt hat. Und ja, es fehlt uns nur so ein bisschen wieder das an das anzuknüpfen aus der Hinrunde oder ins Jahr 23, weil auch die Partie gegen Verl auch nicht so richtig überzeugend die Partie war. Und ja, da muss jetzt am Samstag eben, wenn die Arminia dann bei uns zu Gast ist, sage ich mal mehr kommen, weil die kämpfen aktuell natürlich auch um jeden Punkt, weil die am anderen Ende der Tabelle momentan rangieren. Auch verloren heute gegen Ulm. Also die stecken mitten im Abstiegskampf, sind nur 4 Punkte vor dem ersten Abstiegsrang. Der Jan nach wie vor 10 Punkte vor Platz 4, aber ja, es sind halt in Anführungszeichen nur noch 10 Punkte und nur noch Platz 2 jetzt, wegen der Tordifferenz. Dynamo Dresden auf Platz 1 mit 3 Toren besser in der Tordifferenz. Ja, wir haben es vorhin gesagt, es kann schnell gehen. Wenn du jetzt ein paar Spiele verlierst und dann in diesen Kampf im dritten Platz gerätst, da mischen halt echt viele Mannschaften gerade mit. Da sehe ich uns dann auch nicht mit den besten Karten, also schadet's nicht, jetzt mal wieder einen Abstand nach unten hier herzustellen, wenn du aufsteigen willst. Aber es wird natürlich schwer in dieser Liga, weil, ja, wie wir heute gesehen haben, jeder Gegner wirklich schwer zu bespielen ist. Dortmund heute auch mit keinem guten Spiel, aber immer wieder gefährlich. Du hast jederzeit gesehen, hey, wenn da eine Umschaltsituation blöd kommt, dann machen die ein Tor. Obwohl der Jan eigentlich die meisten Spielanteile hatte, aber halt auch nach vorne gegen die Dortmund-Abwehr nicht zustande gebracht hat. Also ich bin nicht zufrieden mit dem, was wir heute gesehen haben. Aber es war eigentlich jetzt auch im Ansatz nicht so schlecht. Also man hätte das Spiel auch gewinnen können. Am Ende wäre es für mich eher ein gerechtes 0-0 gewesen. Ja, aber mei. War natürlich auch so die Meinung von uns zu während dem Spiel, wenn man es vielleicht so ein bisschen an der Kommentation
gehört hat, dass im Endeffekt der typisch Unentschieden-Spiel ist. Eben auf den Elfmeter nochmal, da mal zurückgeht, ja, Rönig wirft sich halt da rein, kriegt ihn dann so anscheinend, oder wie soll er, der Ticker schreibt, und also bei den Fernsehbildern etwas an den Arm, dann geht der Ball an den Pfosten. Der wäre eh fast reingegangen von Bräunig. Also er ist durch Bräunig gefährlicher geworden, als er ohnehin war. Ja, und dann natürlich hat er sofort auf den Punkt gezeigt, ja, in der Umgebung, der ein oder andere Dortmunder hat sich erst einmal nochmal vergewissern müssen, ob das tatsächlich ja zum Pfeifen gewesen wäre. Schiri hat es dazu entschieden. Ja, gibt's auch nicht viel zu meckern. Auch ja, von der Trainerbank waren wir, glaube ich, nicht ganz zufrieden mit dem Schiri. Wird man jetzt aber nach dem Spiel sicher auch so bewerten, dass man das Spiel einfach selber gewinnen muss. Es wurde sehr kleinig gefühlt von der ersten Halbzeit, habe ich so rausgehört, hier auf der Pressetribüne, dass das dem Jahn-Trainerteam nicht gefallen hat. Jetzt in der zweiten Halbzeit, ja. Elfmeter, kann man auch in unsere Kategorie kleinig. Aber es war souverän, also es war eine klare Linie. Er hat auf beiden Seiten die gleichen Mini-Fouls gepfiffen. Kota hat gelb für Schwalbe bekommen. Das fand ich dann vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ja, auch die taktischen Fouls wurden alle ja sofort mit gelb geahndet. Also es war in Ordnung. Aber wir müssen uns nach vorne mehr einfallen lassen. Also das Spiel hast du heute nicht mit dem Elfmeter verloren. Das Spiel hast du verloren, weil du vorne keine Tore gemacht hast. Ja, und wenn wir schon mit der gelben Karte. Ja, Kota jetzt gegen Bielefeld gesperrt. Dafür kommt Oskar Schönfelder wieder von der Sperre zurück. Der mir gegen Fair tatsächlich so gut gefallen hat wie noch nie diese Saison. Also vielleicht hat er jetzt halt in der Rückrunde ein kleines Hoch. Das wäre schön, wenn er uns ein ja paar Tore oder Assists gönnt und sich selber so in Form schießt. Ansonsten, glaube ich, reden wir jetzt hier um den heißen Brei. Also fahren wir auch lieber heim. Ist noch eine weite Rückreise von Dortmund. Ja, also wir tun es uns gleich wieder an. Die ganze Strecke zurück. Genau. Vielleicht ein Wort zum Gästeblock noch. Wirklich heute überragende, ja, knapp 200 Leute waren schon im Gästeblock bei der langen Strecke an einem Mittwochabend um 19 Uhr. Mhm. Das ist wirklich aller Ehren wert. Auch im Heimbereich heute Support von den Ultras, von den Amateuren, die ja nicht mehr jedes Spiel besuchen, aber heute waren sie da. Und ich habe gehört, ein paar Burghausener waren im Dortmunder Block auch. Aber bis auf ein paar Nettigkeiten, die gerade noch ausgetauscht wurden, noch Schlosspfiff, haben wir nichts mitbekommen. Ansonsten, ja, schaltet auch nächstes Mal wieder ein beim Turmfunk. Genau, oder kommt ins Stadion, noch besser. Und natürlich wieder, wenn wieder Podcast ist. Ich glaube, nächste Woche wollt ihr darüber wieder eine Folge aufnehmen. Dann auch gerne einschalten. Ja, Samstag, 14 Uhr. Wir sehen uns. Servus, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Aber der dritte Ball ist dann bei Eberwein, der den festmachen kann und auch anbringt. Achtung, jetzt Schussschuss für Elongo Yombo. An den Pfosten. Und Elfmeter. Der war abgefälscht mit der Hand, wurde dann noch scharf und ging an den Pfosten und jetzt gibt es tatsächlich Elfmeter. Für mich nicht nachvollziehbar. Ball ist freigegeben. Und drin. Pohlmann macht's. Ich glaube, es bleibt bei Mustafa, der neue Mann. Ja, sieht ganz danach aus. Könnte sogar direkt werden, so wie sich das jetzt gerade darstellt. Tatsache, und der ist nicht schlecht. Da musste Lotka hin. Da haben wir uns einen Standardschützen geholt in der Winterpause.